Du warst aber schon sehr fleißig heute Morgen. Ja, ich war schon um 6 Uhr auf und habe Briefe geschrieben. Soll ich dir mal sagen, warum ich gestern auf dieser langweiligen Verlagsparty war? Also wirklich furchtbar langweilig. Das Essen war ausgezeichnet. Das muss ich zugeben. Also, mein Vertrag mit dem Williamson Verlag läuft doch ab und ich möchte gerne bei Mallory herauskommen. Du? Ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Und wieso denn nicht? Du bist doch auch bei Mallory. Wie gefällt dir denn mein letzter Roman? Er liest sich ausgezeichnet. Also komisch. Das ist das Einzige, was du immer über meine Romane sagst. Tasten auszusetzen. Na ja. Na bitte was? Muss deine Heldin ausgerechnet Zypresse heißen? Zypresse, das musst du richtig aussprechen. Zypresse. Über Namen werden wir uns nie einig. Du hast deine unglückliche Liebe zum Fantastischen. Deine Heldin heißen nicht nur Zypresse, sie benehmen sich auch so. Erinnerst du dich, wie ich dir bei Dorits Geburt deine Vorschläge aus der Naturgeschichte ausgeredet habe? Orchidee, Mimose. Mimose, Mimose. Das ist ein sehr schöner Name. Ist nicht meine Schuld, dass Dorit keine geworden ist. Wie hat dir denn die Szene gefallen, wo er sie in das italienische Restaurant einlädt zum Essen? Ich war extra ein paar Mal dort und habe Studien gemacht. Kitty, könntest du denn nicht Anthony sagen, dass er meinetwegen mit Mallory reden soll? Anthony hat dort gar keinen Einfluss. Ich glaube, er bleibt gar nicht bei Mallory. Er bekommt einen anderen Job. Also? Naja, aber. Aber dann könntest du doch mit Mallory sprechen. Na gut, ich schreibe keine so große Literatur wie du. Ich schreibe eben lebensecht. Authentisch. Mallory könnte froh sein, wenn er auch mal einen Bestseller bekommt. Übrigens, sag mal, wie hat dir denn mein neues Abendkleid gefallen? Fantastisch, nicht? Ja, fantastisch war es. Ich finde, das passt so gut zu mir. Sag mal, warum fährst du eigentlich zu diesen Morrisons? Sie haben mich eingeladen. Und ich mag sie sehr gern. Komisch. Ich habe sie noch nie eingeladen. Mag sie auch gar nicht. Hast du mich eigentlich wegen Mallory sprechen wollen? Ja. Caroline Lindsay hat mir heute Morgen was erzählt. Das konnte ich kaum glauben. Hast du in letzter Zeit meinen geschiedenen Mann gesprochen? Ja, warum? Stimmt das, dass er was mit dieser kleinen Grafikerin hat? Wie heißt sie doch noch? Jane Meredith? Nein, nein, das glaube ich nicht. Caroline sagt, Preston will Jane heiraten. Ist es auch nicht wahr? Das stimmt. Seit wann weißt du das? Seit einer Woche. Und warum hast du mir nichts gesagt? Weil Jane es mir anvertraut hat. Es sollte noch nicht bekannt werden. Jane. Ich habe immer gedacht, dass ich dir näher stünde als diese Jane. Dieses Nichts, diese Null, diese ganz gewöhnliche Kleidung. Jane ist doch nicht so, das ist nicht wahr. Und was du mir von ihren Verhältnissen erzählt hast, ist das auch nicht wahr? Ich erzähl dir eben zu viel. Hast du sie zusammengebracht? Ich glaube, sie haben sich hier bei einer Cocktailparty kennengelernt. Wie konntest du das tun? Wie konntest du mir sowas antun, ausgerechnet diese Jane? Du warst doch so begeistert von ihr. Ja. Ein aufgehender kleiner Stern, hast du von ihr gesagt. Du hast sie protegiert. Sie war deine Entdeckung. Sie durfte sogar den Einband zu einem deiner Romane zeichnen. Dann hat sie dich gelangweilt und du hast sie mir überlassen. Ja, aber darum brauchst du sie doch nicht mit meinem Mann zu verheiraten. Wie konnte ich denn voraussehen, dass Preston sich für Jane interessieren würde? Du hast ihn seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Du hast selbst gesagt, dass du keinen Wert mehr auf ihn legst. Aber eine andere darf ihn auch nicht haben. Preston und Jane. Das ist deine Freundschaft. Und
Jetzt willst du mir auch noch Dorit wegnehmen? Natürlich! Du hast gedacht, sie zieht hier zu dir und soll hier mit dir zusammenleben. Es war Dorits Wunsch, nicht meiner. Für mich wäre es gar nicht angenehm, wenn sie hier wohnte. Wegen Toni natürlich. Ja, wegen Toni. Das hätte mich auch gewundert. Wie willst du ihr denn deine Beziehung zu ihm klarmachen? Jetzt, wo sie öfter hier sein wird. Was soll ich ihr denn sagen, wenn sie mich fragt? Na, ich hoffe, du sagst ihr nichts. Ach, ich dachte, du bist so offen mit deinem Leben. Du hast wohl Angst, dass sie dann nicht mehr so eine gute Meinung von dir hätte, wenn sie alles wüsste, was? Sowieso besser. Wenn ihr euch in der nächsten Zeit nicht so häufig seht, Dorit und du, meine ich. Deswegen willst du nach New York ziehen? Ja. Ich will auch mal was von meinem Kind haben. Es ist das Einzige, was ich auf der Welt besitze. Ich bitte dich. Das ist doch wahr. Was habe ich denn von meinem Leben? Na, ich denke, du hast doch viel Erfolg. Was habe ich denn von meinem Erfolg? Höhnische Kritiken im Vergleich zu deinem. Deine Bücher gehen 10-mal besser als meine. Ja, was bringt mir das? Geld. Was habe ich denn von dem Geld? Für wen soll ich denn ausgeben, außer für mich? Für Dorit, die es nicht mehr haben will. Ich biete dir einen Himmel auf Erden. Und sie wäre glücklicher mit $30 in der Woche, wenn sie dafür bei dir leben dürfte. Es ist nicht meine Schuld. Ach ja, das ist immer zwischen uns gewesen. Ich habe immer alles besessen. Und du hattest den Spaß. Ich hatte schon als junges Mädchen einen Haufen langweiliger Verehrer. Und du hattest interessante Liebesgesichter. Millie. Du hast immer nur gesehen, was der andere besaß. Und dieser andere war meistens ich. Ach. Ich war ganz attraktiv, aber dich... Dich fanden die Männer faszinierend. Na, und wer von uns hat sich den meistbegehrten Mann von ganz Harrisburg geangelt? Ja. Und das war ich. Und das muss ich zugeben. Das war mein glücklichstes Jahr. Das Jahr, in dem ich Preston heiratete. Schöner Titel. Oh ja. Und dann sind wir nach New York gegangen. Und du hattest deine Grande Amour mit dem berühmtesten Bühnenautor Amerikas und warst bei den prominentesten Leuten eingeladen. Und was ist da viel besser dran als ich, weil du nicht geheiratet hattest. Da lag ja nichts dran. Mm-mm. Nein, mir lag nichts daran. Wolltest du wirklich niemals heiraten? Doch, einmal. Habe ich ihn gekannt? Ja. Wer war das? Das ist doch ganz gleich. Anna, ist nicht gleich. Bitte, Katie, bitte, was ist passiert? Nichts. Wieso, ist es nichts passiert? Schau, Millie, ich kann jetzt nicht anfangen, dir mein Liebesleben zu erzählen. Och, ich habe immer gedacht, ich wüsste alles von dir. Doch nicht so ganz. Katie... Oh, bitte, Katie. Oh, komm, bitte erzähl. Okay. Man kann doch nicht auf ein Stichwort hin alles erzählen und noch dazu am frühen Morgen. Ja, und wann haben wir das letzte Mal einen Abend miteinander verbracht? Das ist eine Ewigkeit hier. Dann wollen wir es bald, bald nachholen. Mhm. Ich gehe jetzt. Mit wem hat eigentlich Dorit ihr Rendezvous heute Abend? Mit Lucien Grant. Nicht unbedingt zu empfehlen. Lucien Grant. Hatte der nicht auch mal was? Ich meine, war der nicht auch mal ein Galan von dieser Jane Meredith? Ich meine, einer von ihnen. Er hat sich schlecht gegen sie benommen. Ein Mädchen, das sich so leichtfertig in anderer Leute Betten legt, braucht sich nicht zu wundern, wenn es dementsprechend behandelt wird. Was hast du eigentlich gegen diese Jane? Du hast mir von zwei Verhältnissen erzählt. Lucien Grant und dann dieser Wall Street-Mann. Sie ist 27. Zwei Affäre mit 27, damit ist man doch keine Dirne. In Harrisburg wäre man eine. Was bin ich denn dann? Ich bin doch auch aus Harrisburg. Oh, okay, bei dir ist das doch ganz was anderes. Ja, das habe ich auch immer gedacht.